Erstmal Glückwunsch zum ersten Platz hier beim Gründerpreis. Vielleicht, wenn Sie einmal kurz erklären könnten, in wenigen Worten, um was geht es bei Matteco? Was ist die Idee? Da gebe ich an unseren Vertriebsleiter. Ich glaube, der kann es am besten. Also die Idee ist einfach, dass wir Gummimatten produzieren und quasi die Umwelt dadurch schonen. Wir machen Gummimatten aus Altreifenmehl, die quasi den Kautschuk schonen, der sonst abgebaut wird in den Tropenregionen. Und mit dem Altreifenmehl werden quasi auch bei uns die Altreifen entsorgt. Ihr Unternehmen wurde ja vom Bundesumweltministerium sogar gefördert. Was macht Ihr Projekt so nachhaltig? Im Grunde setzen wir 100% Recyclingware ein, Rohstoffe. Und die Matten können nach Gebrauch wieder zu 100% recycelt werden, ohne Zugabe erneuter Bindemittel. Und das ist eigentlich das Interessante. Und der Produktionsprozess ist so effizient gestaltet, dass da auch CO2-Emissionen eingespart werden. Was bedeutet Ihnen jetzt der Preis und inwieweit hilft er jetzt vielleicht auch bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens? Ja, da sind wir natürlich jetzt sehr stolz drauf. Das ist ein wichtiger Impuls für unser Geschäftskonzept, also weil wir auch wissen, das ist eine strenge Jury hier und das zeigt doch, dass wir mit unserem Konzept richtig unterwegs sind und wie gesagt, wir freuen uns darüber, ja. Vor allem jetzt auch über den ersten Platz.